Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, der sich heute dem gepflegten politischen Gespräch verschreibt, wofür man schon ins vergangene Jahrtausend retirieren muss. Hannes Androsch und Norbert Steger standen der Republik in den 70er und den 80er Jahren als Vizekanzler vor. In einer koalitionären Gemeinschaftsproduktion arbeiten sie sich lesenswert an unser aller Übervater Bruno Kreisky ab. Ehe mir die Tränen kommen, sage ich Ihnen stolz den großen österreichischen Romancier, Essayisten und Intellektuellen Robert Menasse an. Er hat einen Roman zu Ehren der EU-Beamtenschaft geschrieben und es handelt sich weder um einen Krimi, noch um einen Comic, noch um eine Parodie, sondern um ein brillantes Prosastück. So etwas kann nur der Menasse. Susanne Scholl ist als Auslandskorrespondentin ständige Augenzeugin der Weltgeschichte. Jetzt ist ihr Buch Wachtraum erschienen, das von starken Frauen ihrem Mut und Überlebenswillen handelt. Zuvor die Neuerscheinungen. Golden House. Salman Rushdie. Erschienen bei Bertelsmann. Zu haben um 25,70 Euro. Farbdichte Fabulierkunst vom Meister. Um den indischen Protagonisten, der vor Terrorschlägen nach New York flieht, rankt sich ein Figurengeflecht von mitunter surrealer Vielgestaltigkeit. Zum Beispiel der Joker mit den grünen Haaren, der an den blondierten amerikanischen Amtsinhaber denken lässt. Phantome. Robert Prosser. Erschienen bei Ullstein. Zu haben um 20,60 Euro. Nüchtern, unsentimental und in klarer Sprache wird das Flüchtlingsleben einer jungen muslimischen Frau aus Bosnien erzählt. Auf den Spuren der Vergangenheit ihrer Mutter bereist Sarah die verlorene Heimat, den Ort der Sehnsucht. Prossers Roman wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert und das mit Recht. Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war, Paulus Hochgatterer, erschienen bei Deutike, zu haben um 18,50 Euro. Niederösterreich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Ein 13-jähriges, schwer traumatisiertes Mädchen, das weder seinen Namen noch seine Herkunft kennt, wird von einer Bauernfamilie aufgenommen. Das Kind schreibt wie besessen in sein Tagebuch. Aber es erfindet für jedes der Schrecknisse ein gutes Ende, um das Übermaß des Erlittenen ertragen zu können. Ein Stück Ausnahmeprosa. Der Mann, der Verlorenes wiederfindet. Michael Köhlmeier. Erschienen bei Hansa. Zu haben um 20,60 Euro. Zu gottesfürchtigeren Zeiten erbat man im Verlustfall noch den Beistand des heiligen Antonius von Padua. Köhlmeier zeigt ihn als großen Menschen in seinem Zwiespalt und seinen Selbstzweifeln. In den Stunden vor seinem Tod legt der italienische Franziskanermönch Rechenschaft vor Gott und sich selbst ab. Großartig. Mit dem Herz durch die Wand. Mariana Zapata. Erschienen bei Lux. Zu haben um 10,90 Euro. Kaum dem schönen, aber verhaltensoriginellen Footballstar durch Kündigung entronnen, sieht sich seine frühere Assistentin mit einem Heiratsantrag des Problemballästerers konfrontiert. Das Werk, dessen Titel überdies in gebrochenem Deutsch gehalten ist, kann sich an Raffinesse und Attraktivität mühelos mit jeder Darbietung der österreichischen Fußballmannschaft vergleichen. So, und jetzt versuchen wir es auch mit einem Deutschkurs dort unten. Meine Damen und Herren, Hannes Androsch war Finanzminister und Vizekanzler. Seine letzten Worte im Ministerrat waren Geburtstagsglückwünsche an Bruno Kreisky, der ihm nicht unvermischt freundlich begegnet war. Heute kampanisiert Androsch für Bildung und Forschung, ist multipler Aufsichtsrat und wortmächtiger Diagnostiker. Norbert Steger war in seiner Eigenschaft als FPÖ-Obmann Vizekanzler des arg unterschätzten SPÖ-Kanzlers Sinowatz. Kreisky hatte diese Koalition auf den Weg gebracht. Ihm haben sie jetzt einen Beitrag im Band Kreisky und kein Nachfolger zugedacht. Wunderbar, Sie hier zu haben. Guten Tag. Hallo. Hallo. Dürfte ich bitten, und das jeweilige Porträt bitte zu frequentieren? Menasse, mal mit. Bitteschön. Sie haben den Menasse mitgebracht. Sie, ja, sehen, man sieht, Sie sind ein literarischer Feinspitz. Sie sind auch schon gewidmet. Fantastisch. Das muss ich aber lesen. Ja, warte mal. Das muss ich nachher lesen. Nein, nicht. Das ist ja
Für Hannes Androsch in sentimentaler Erinnerung an die Zeiten, als jung und fesch noch mit politischer Vernunft und Ausland, nein, Anstand verbunden war. Sehr herzlich, Robert Menasse. Na ja, schau mal. Ja, ein Schriftsteller freut immer was ein. Na, womit darf ich Sie denn einmal laben? Ich hätte einen Rotwein da, was haben wir da? Ein Pinot Noir und einen Zweigelt. Ich hätte aber auch einen Rivella da. Der schaut wie ein Weißwein aus. So. Na, aha. Was darf es denn sein? Aha. Den da, ja. Dr. Androsch, womit kann man Sie erfreuen? Was Sie gerne geben. Was hätten Sie gern? Auch, ja? Ich nehme dann Zweigel. Gut. Ist das der Zweigel da? Ich kenne mich ja nicht aus mit dem Zeug. Das muss er sein. Der kommt jetzt. Dr. Androsch, der Kreisky hat Sie aus der Regierung befördert. Er hat praktisch Ihren gesamten Weg radikal verändert. Zuerst hat er mich in die Regierung befördert. Ja, ja. Und das ist ja auch nicht so leicht gewesen. Genau. Einen 32-Jährigen damals zum Finanzminister zu machen, war schon ein Maß an Courage. Mhm. Also Vater Courage. Gibt's heute auch, wie wir wissen. Ja, heute. Zeiten ändern sich in 50 Jahren, 40 Jahren. Ja, Dr. Steger, und Sie hat aus der Pension der Kreisky praktisch in die Koalition mit dem Sinowatz hineingebracht. Damit hätte sich fast die FPÖ aufgelöst. Dann konnte der Haider putschen und alles Weitere kennen wir. Wie war denn das? Ja, das ist eine sehr kurze Fassung. Na, eh. Geschichte für Menschen, die das eigentlich alles nicht mehr wissen. Ich habe jedenfalls am Wahlabend in der Hofburg mich bemüht, dass Kreisky zustimmt, dass Dr. Androsch Kanzler wird. Mhm. Denn dann wäre die ganze Geschichte anders gelaufen. Sinowatz war ein honoriger Mensch, aber er war halt in den Augen der Bevölkerung kein Kanzler. Mhm. Und wenn man so als Neuling kommt, Chef einer kleinen Partei, freiheitlich, dann braucht die Bevölkerung einen Kanzler, zu dem sie aufschaut. Und den hat es leider nicht gegeben. Wie war er denn nun eigentlich? Ich habe die Ehre, er hat mich zweimal in die Armbrustergasse eingeladen als jungen AZ-Redakteur. War er ein großer Mann? Er war beeindruckend. Das ist für mich keine Frage, dass er der größte österreichische Bundeskanzler war in der ganzen Zeit, an die ich mich erinnern kann. Und er hat Österreich eine Bedeutung gegeben, mit seinem Team, das muss man schon auch sagen, eine Bedeutung gegeben, die weit über die Komplexe, die vorher vorhanden waren, hinausgegangen ist. Und plötzlich war Österreich international jemand. Das kann ihm keiner wegnehmen, wenn dann wegen irgendwelcher anderen Streitigkeiten herumdiskutiert wird. Und er war wirklich nicht schön, aber imposant und daher auch für den Fotos toll, was in dem Buch sehr gut herauskommt. Dr. Androsch, ein bisschen war er Ihr Vater, allerdings auch ein bisschen wie Abraham und Isaac, der ihn ja bekanntlich opfern wollte. Wie war er denn? Sie schreiben auch, er hat sich selber abmontiert und demontiert, auch aus Gesundheitsgründen am Ende. Ja, das mit dem Vater, wenn, war einseitig. Für mich war er der Parteivorsitzende, für den ich eingetreten bin, was in Wien damals im Jänner 67 gar nicht selbstverständlich war. Und möglicherweise war ich für ihn ein sozusagen Ziehsohn. Das war asymmetrisch, aber er war ein großer Mann von internationalem Zuschnitt, solange er gesund war. Das Drama war, dass er viel früher, als wir das erkannt haben oder ich erkannt habe. Das Nierenleiden, nicht? Ja, also das ist eine längere Geschichte, also krank und kränker und hat das lange geschickt kaschiert, aber irgendwann ist das halt voll ausgebrochen und es hat die Person und die Persönlichkeit verändert und hat auch dazu geführt, dass er dann ein eher tragisch, trauriges, mit sich und der Welt unzufriedenes Lebensabend verbracht hat. Dr. Steger, da möchte ich Sie aber was fragen. Die FPÖ, die liberale FPÖ, die Sie damals formieren wollten und die, die Haider nachher praktisch geschaffen hat und die sich heute weiter manifestiert, haben die noch was miteinander zu tun? Stehen Sie dieser Partei noch nahe? Na, man sollte vielleicht damit beginnen, tolerant soll man immer nur zu Toleranten sein. Ich glaube,
schon, dass ich in meiner Zeit und bei meinen Vorgängern der respektvolle Umgang selbstverständlich war, der schrittweise und auch nach Haider weiter abgebaut worden ist. Man geht eigentlich kaum respektvoll miteinander um. Wenn aber die Frage gestellt wird, was ist denn so sehr anders heute? Mhm. Die Probleme sind total anders. Damals war die Hartwährungspolitik, wo ja mein heutiger Gesprächspartner einen wesentlichen Anteil daran gehabt hat, hat dazu geführt, dass der Reichtum zugenommen hat in der Bevölkerung, dass Österreich staatlich reicher geworden ist und der Kuchen, der verteilt werden konnte, ständig gewachsen. Jetzt haben wir eine Zeit, wo es sehr, sehr viel schwerer ist, Dinge zu finden, die man politisch verteilen kann. Mhm. Und dadurch ganz automatisch steigt auch die Unzufriedenheit. Darüber hinausgehend stimmt es, ich sehe es bei meinen eigenen Kindern, die Jungen haben sich angewöhnt zu glauben, dass viele Dinge schon selbstverständlich sind, die gar nicht selbstverständlich sind. Die Freiheit, die wir alle genießen, muss in Wahrheit immer wieder aufs Neue erkämpft werden. Denn wenn man da nicht wachsam ist, wird es dann nicht so gut gehen. Na ja, der freiheitliche Partei. Schauen Sie, das ist ja überhaupt die Frage, was ist denn Demokratie? Für mich ist Demokratie der geordnete Machtwechsel, der respektvolle Umgang und der geordnete Machtwechsel. Wenn man zu lange dem Wähler das Gefühl gibt, es ist ganz egal, was er wählt, es ändert sich nichts, dann weicht er aus zu anderen Bewegungen. Der Wähler will, dass seine Stimme etwas wert ist. Und das müssen die Politiker beweisen. Jetzt wird das so versucht, als wäre das mit zwei Kanzlerkandidaten der Fall. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber das wird sich zeigen. Der Wähler wird entscheiden, ob ihm das ausreicht. Jetzt möchte ich Sie fragen, es ist ja nach dem Kreisky noch einmal so eine Scheinlichtgestalt oder was auch immer kommen, nämlich Haider, der ein sehr hochbegabter, politisch enorm begabter Mensch war. Wie schätzen Sie denn den ein? In Wirklichkeit hat er Kärnten in die Luft gesprengt. Aber was sagen Sie denn? Das ist das Ergebnis, das Faktum einer unausgewogenen, freundlich formuliert, Persönlichkeit, die zwar hochbegabt war, aber über sich nicht über die nötige Disziplin und Kontrolle verfügt hat, mit all den Ergebnissen, Alpen Adria und was es da sonst, Hackerregelung und solchen Unfugen ergeben hat, aber das konnte er nicht allein machen. Da brauchte er ja auch wieder helfende Widerparts, wie zum Beispiel den Schüssel, nicht? Und Sie, was halten Sie vom Haider? Er hat Ihnen nicht gut mitgespielt. Naja, also ich bin ja nicht sein engster Freund, habe aber immer seine Begabung gesehen, war aber gleichzeitig der Meinung, dass gegen ihn spricht, was am Schluss auch gegen ihn gesprochen hat, dass er um sich herum keine starken, guten Leute haben will. Mhm. Und letztendlich ist er auch daran so gescheitert. Denn ist er da nicht der Kreisky auch daran gescheitert? Nein, das kann man nicht vergleichen. Wenngleich der Kreisky für den Haider in Wahrnehmung seiner Talente Sympathien für ihn gehabt hat und der Haider so in seiner bescheidenen Selbsteinschätzung sich als der wahre Kreisky-Erbe fühlen wollte. Zumindest. Das war er nicht. Na, war er natürlich nicht. Ich sage fühlen wollte. Das war natürlich auch aus seiner ganzen Lebenslauf heraus, aus seiner Intellektualität, seiner Orientierung, eine andere Persönlichkeit, die eben in seiner letzten Phase das Problem hatte in Wahrheit an seiner Gesundheit, an seiner nachlassenden oder an seiner zunehmenden Krankheit, in Wahrheit persönlichkeitsverändert gescheitert zu sein. Ich würde sagen, der Menasse hat jetzt schon ziemlich gute und bleibende Dinge hinterlassen. Den holen wir nämlich jetzt, nicht?
Meine Damen und Herren, Robert Menasse, ein Romancier und Essayist von intellektuellem Großformat. Er pflegt eine Leidenschaft, die vielen fern ist. Er liebt die Europäische Union und ihre Kommission. Der hat da sogar einen Roman zugedacht, von dem man meinen sollte, niemand wolle ihn kennen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Hauptstadt ist das literarische Ereignis des Herbstes, ein Porträt zu Beginn. Ganz schön schweinisch geht es in Robert Menasses neuem Roman zu. Denn in diesem schickt der Autor ein Borstenvieh durch die Straßen von Brüssel. Doch wer Menasse kennt, weiß, die EU ist für ihn alles andere als eine Sauerei. Heuer hat der Wiener bei einer Festrede im Europäischen Parlament erst betont, wie wichtig die Gemeinschaftspolitik ist und an welch seidenem Faden ihr Erfolg hängt. Durch die rosarote Brille sieht der kritische Denker also nichts. Als Aufklärer vom alten Schlag bezeichnete ihn die Jury des Heinrich-Mann-Preises. Nachdem er in den 1980er Jahren an der Universität von Sao Paulo Literatur unterrichtet hat, folgte alsbald die schriftstellerische Karriere. Ob für seine Bücher oder politischen Essays, mittlerweile ist Menasse mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Und nun steht sein Buch Die Hauptstadt auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Wir drücken die Daumen und begrüßen Robert Menasse herzlich bei Heinz Sichrowski. Servus Robert, schön, dass du da bist. Was trinkst du denn? Einen Rotwein vielleicht? Es gibt ja offenbar nur Rotwein. Ja, ich weiß, du bist der Weißweintyp, aber das haben wir nicht. Eine rhetorische Frage. Es gibt Rot oder Rot? Ein Zweigelt vielleicht? Nein. Pinot Noir. Pinot Noir. Zweigelt war... Ja, das soll so ein seltsamer Mann gewesen sein. Verbrecher. Okay. Ja. Der Direktor der Weinbauschule hat ich trinke immer aber trotzdem. Ja. Geh. Prost. Ja. Da kann an sich der Wein nichts dafür, aber du hast recht. Über Pinot Noir. Zum Wohl, meine Lieben. Sag einmal, deine Einschätzung der Person Kreisky und auch seiner politischen Nachfolger, die jetzt mit dem Pizzakabel und mit dem, und Mauerwelle aufschichten und wieder abreißen, was ist denn los? Also meine Einschätzung der Person Kreisky ist ganz einfach. Er war wirklich ein großer Kanzler, dem noch dazu ich auch sehr viel zu verdanken habe. Ja? Weil das war gerade die Zeit, als ich maturiert habe, als er die Wahl gewonnen hat und dann die absolute Mehrheit erobert hat. Er hat damals zum Beispiel, und das ist für mich biografisch sehr wichtig, die Universitäten geöffnet. Ja, hat also eine enorme Bildungsoffensive gestartet. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass ich der erste Akademiker in meiner Familie bin, diesem Sachverhalt zu verdanken habe. Weil es war davor nicht ausgemacht, dass einer wie ich studieren kann. Mhm. Er hat Österreich modernisiert. Das, glaube ich, kann man objektiv feststellen. Er hat einfach die Fenster geöffnet, die Vorhänge zur Seite geschoben und frische Luft kam herein. Und er war, wie der Herr Steger ja vorhin gesagt hat, der klassische Fall eines Kanzlers, zu dem man aufblickt. Und gleichzeitig aber hat man immer das Gefühl gehabt, ich habe ihn damals kennengelernt, aber man hat das Gefühl gehabt, das ist ein Mensch, mit dem man auch so reden könnte oder diskutieren könnte. Also er war... Man konnte aufblicken, aber er war nicht abgehoben. Ja. Mhm. Robert, wir wollen nicht ganz außer Acht lassen, dass du gerade ein Buch auf den Markt befördert hast. Mhm. Sag einmal, ein tollkühner Akt. Also wenn mir einer sagt, er schreibt ein Buch mit Sympathie für Brüssel, für die Beamtenschaft, dann bin ich sicher, das ist eine Quotenkatastrophe der Superklasse. Mhm. Ist es aber mitnichten. Was ist denn da passiert? Was hast du denn da gezaubert, sag? Die ganze Zeit. Ich bin in gewisser Weise ein Autor in der Tradition des Realismus. Also ich bin der Wahrheit verpflichtet. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt unbedingt einen Roman schreiben wollte, der die EU schön schreibt. Ja? Mhm. Es wäre ja grotesk zu behaupten, es gäbe da nichts zu kritisieren. Aber selbst das ist jetzt eher, sagen wir, ein Thema für Essays oder für politische Auseinandersetzungen. Ich habe einen Roman geschrieben und der Roman folgt eigenen Gesetzen. Aber das für mich Wichtige war Folgendes. Als Romanautor
beschäftigt man sich ja in der Regel mit seiner Zeitgenossenschaft und versucht, die irgendwie erzählen zu können. Ja? Oder wie Balzac gesagt hat, also als Anweisung für jeden Romancier, erzähle so, dass deine Zeitgenossen sich erkennen und spätere uns verstehen. Ja? Und das hängt über meinem Schreibtisch. Und immer gedacht, es ist doch seltsam, dass etwas historisch vollkommen Neues, nie Dagewesenes in unserer Lebenszeit stattfindet. Nämlich, dass in einer Stadt die Rahmenbedingungen für das Leben auf einem ganzen Kontinent definiert werden. Das hat es noch nie gegeben. Es hat große Reiche gegeben. Da gab es Haupt- und Residenzstädte, wo Gesetze gemacht für dieses Reich. Es hat viele Staaten gegeben und Fürstentümer und Nationen und alles Mögliche. Aber für einen ganzen Kontinent den Anspruch, die Gesetze und die Richtlinien und die Rahmenbedingungen für einen ganzen Kontinent zu machen in einer Stadt, das ist historisch neu. Das ist eine schleichende Revolution, der wir uns noch gar nicht so richtig bewusst geworden sind, was das eigentlich mit unserem Leben macht und was es bedeutet. Und da haben wir gedacht, ich möchte dann aber wissen, auch wie das funktioniert. Ja? Und ich möchte das System begreifen und ich möchte auch wissen, wie das genau geschieht. Was machen diese vielgescholtenen Beamten den ganzen Tag? Was arbeiten die? Wie ticken die? Kann man sie typisieren? Das heißt aber auch, kann man sie zu literarischen Figuren machen? Und so mit diesem Anspruch bin ich mal nach Brüssel gegangen. Und so nach und nach habe ich das so weit in den Griff bekommen als Stoff, ja, dass ich das Gefühl gehabt habe, so jetzt kann ich es erzählen. Und das Erzählen folgt meinen Erfahrungen. Das heißt, ich habe nicht vor, irgendwas schön zu schreiben, aber ich habe nicht vor, was runterzuschreiben, sondern der Roman erzählt von Menschen, die etwas machen und in dem Fall etwas sehr, sehr Bedeutsames. Und die Kommission hat schon Interesse daran, vernünftige Richtlinien zu entwickeln. Die haben zum Beispiel schon 1998 Vorschläge gemacht im Hinblick auf eine Fiskalunion, die sie für notwendig hielten, im Hinblick auf die Einführung des Euro, was ja vernünftig gewesen wäre. Ja. Dann haben die Mitgliedstaaten gesagt, Fiskalunion kommt nicht in Frage. Veto, weil wir wollen die Steuerkonkurrenz, das ist besser für unsere Konzerne, weil da können sie immer in das Land gehen, wo es am billigsten ist. Ja. Dann hat es keine Fiskalunion, keine Harmonisierung des Steuerrechts in Europa gegeben. Was ist passiert? Die Kette bricht am schwächsten Glied, dann haben wir das Problem mit Griechenland gehabt. Wenn das vorher schon alles gemäß den Vorschlägen der Kommission entwickelt worden wäre, wäre das anders gelaufen. Man kann Dutzende Beispiele aufzählen. Wenn Sie erlauben. Ich bin jetzt überzeugt, dass es gefährlich ist, wenn ich es mit Ihnen diskutiere, weil Sie haben sich mehr jetzt beschäftigt als ich. Aber ich glaube, es fehlen zwei Dinge, die sehr, sehr gefährlich für Europa sind. Und an denen als Beispiel sollte man die alte österreichische Monarchie einmal nehmen. Es fehlt an dem, dass die Menschen in allen Bereichen gleich leben. Das ist also gleich, das der will Qualität gleich. Entschuldigen Sie, Herr Stegert, da muss ich Sie sofort unterbrechen. Aber das unterbrechen, ist Ihnen ja nicht erlaubt. Nein. Wir haben ja keine Sozialunion. Bevor Sie sich da vergaloppieren, erlaube ich mir, Sie zu unterbrechen. Ja? Der Anspruch der Angleichung und der Herstellung einer gemeinsamen Identität und Kultur war immer nur der Anspruch der Nationalstaaten. Aber die haben es nicht geschafft. Das hat Italien nicht geschafft, Süditalien mit Norditalien. Es hat das katholische, protestantische Deutschland, West- und Ostdeutschland. Es hat nie geklappt mit den Nationalstaaten, diesen Anspruch einzulösen. Das Lustige ist ja das, die EU hat diesen Anspruch gar nicht. Die EU begreift Vielfalt. Das Recht gar nicht. Ja. Nicht nein, aber die begreift die Vielfalt als Reichtum. Das Einzige, was die EU-Idee, die Idee des europäischen Einigungsprojekts in dieser Hinsicht zu Recht formuliert, ist, es sollen alle Menschen in dieser Union die gleichen Rahmenbedingungen und Chancen haben. Ja? Warum soll ein Mensch im Alentejo andere Steuern zahlen, ein anderes Sozialsystem haben, eine schlechtere Bildung als zum Beispiel ein Mensch in Bayern und der wiederum ganz anders als am Peloponnes. Wir sind alle EU-Bürger und haben ganz verschiedene, unterschiedliche legistische Rahmenbedingungen. Die kulturellen Unterschiede sind unser Reichtum,
aber die gesetzlichen Unterschiede sind unser Verhängnis. Und das muss man mal auseinanderhalten. Aber da wird es kein Widerspruch sein zu dem, was ich gesagt habe, weil ich habe es ja auch nicht fertig gemacht, das Argument. Nein, entschuldigen Sie. Nein. Hm? Ich dachte, Sie wollen es nicht. Ich habe gesagt, Sie kennen sich jetzt besser aus als ich. Und das, ich glaube aber schon daran, wenn alle europäischen Länder das Gefühl haben, dass sie gleichartig ernst genommen werden, dann werden wir ein anderes Europa haben. Was die politische Einschätzung der EU betrifft, bevor wir über Literatur und Biografien reden, können wir uns wahrscheinlich darauf einigen. Es ist dumm, die europäische Einigungsidee abzulehnen. Es ist dumm, sich als glühender Europäer zu bezeichnen und nicht das zu kritisieren, was kritisiert werden muss. Die demokratiepolitischen Defizite, die unproduktiven Widersprüche zwischen den supranationalen Institutionen und den Nationalstaaten und all die Dinge. Das heißt, man muss das Projekt lieben und gleichzeitig immer wieder kritisieren. Und es ist dumm, nicht die besten Leute in Europa einzusetzen, sondern abgetakelt. Meine Lieben, wir haben noch einen Gast. Wir reden über dein Buch auch weiter, weil es hat durchaus miteinander zu tun. Meine Damen und Herren, Susanne Scholl hat in Rom Slawistik studiert, wurde dann ORF-Auslandskorrespondentin von maßstabsetzender Kompetenz. Sie war dabei, als die DDR starb. In Tschetschenien wurde sie verhaftet und jetzt hat sie einen Roman der besonderen Art geschrieben, Requiem und Hoffnungsblick in einem. Er thematisiert das Schicksal einer jüdischen Familie vom Vorkriegs-Wien bis zur Gegenwart. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Susanne Scholl. Frau Scholl, tun Sie sich leicht im Verzeihen? Nein, leider nein. Es kommt darauf an, was ich verzeihen muss. Haben Sie die Art von Freunden, die Sie sich wünschen? Ja, absolut. Ist es möglich, ohne Zweifel zu wissen, was gut und was böse ist? Nein, und das ist ein großes Problem, weil es gibt immer viele Schattierungen von Schwarz und Weiß und es ist schwierig, dazwischen durchzulavieren. Sind Sie ein ordentlicher Mensch? Nein, ich bin entsetzlich unordentlich. Chaotisch auch? Manchmal ein bisschen, aber vor allem unordentlich. Machen es einem die russischen Frauen leicht, sie zu mögen? Ja, absolut. Die Frauen viel leichter als die Männer. Was bringt sie zum Lachen? Intelligente Witze und intelligente Menschen. In welchem Land gehen Sie denn besonders gerne essen? Also mir ist das Essen irgendwie meistens wurscht, aber ich gehe am liebsten in Italien essen, das muss ich schon sagen. Was sind wichtige Werte in Ihrem Leben? Menschlichkeit, Toleranz, Respekt. Und wie sieht Ihr perfekter Abend aus? Ich liege mit meinem Kater auf dem Divan und schaue mir irgendeinen blöden Film im Fernsehen an. Gut, den perfekten Abend kann ich Ihnen jetzt nicht gönnen, aber ich entführe Sie auf die Couch von Heinz Sichrowski. Herzlichen Dank. Danke. Servus, liebe Susanne, was trinkst du denn? Einen Rotwein auch vielleicht? Ich trinke Wasser. Hast du vor dir? Ich weiß. Sag einmal, es gibt hier einen. Der Roman von Robert hat eine grausame und ironische Pointe, Auschwitz als eine Art europäische Hauptstadt zu machen. Es gibt hier den Satz, Auschwitz ist überall, wir sehen es nur nicht. Jetzt bist du selber aus einer österreichisch-jüdischen Medizinerfamilie. Dein Roman handelt wesentlich davon. Ist Auschwitz überall und sehen wir es nicht? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich nicht bei uns direkt vor der Haustür. Aber natürlich haben wir es in Wirklichkeit rundherum und es wiederholen sich bestimmte Dinge und das ist wirklich erschreckend. Es Was? Wiederholen sich sprachliche Dinge, es wiederholen sich zum Teil auch Aktionen. Aber was sich vor allem wiederholt, und eigentlich handelt mein Buch ja davon, es wiederholt sich die Methode, Menschen, die auf der Flucht sind und die Hilfe brauchen und die in Not sind, einfach zu reduzieren auf eine Zahl und sie damit zu entmenschlichen. Und das machen wir ununterbrochen. Und insofern hat der Robert natürlich recht, wenn er sagt, Auschwitz ist überall. Jetzt ist für deine Heldin Lea Wien so eine Hassliebe. Ja?
Eine klassische, wie ist denn das bei dir? Wie weit ist das überhaupt autobiografisch? Die Eltern dieser Lea haben sehr viel mit deinen zu tun. Es ist nicht autobiografisch. Bei jedem Roman, den ich schreibe, werde ich gefragt, ob er autobiografisch ist. Geht dir das auch so? Ja, da hätte man viele Leben. Ne? Ich wollte gerade sagen, du schreibst, jeder, der schreibt, schöpft aus dem Reservoir an Erfahrungen, das er gemacht hat. Ich bin aufgewachsen mit den Themen, die in dem Buch natürlich vorkommen. Meine Kinder zum Beispiel sagen, sie können das Buch überhaupt nicht beurteilen, weil sie kennen alle Leute, die drin vorkommen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es autobiografisch ist, sondern es kommen bestimmte Typen von Menschen vor und es kommen bestimmte Themen vor. Themen, die wir halt zu Hause auch sehr viel besprochen haben. Und bestimmte Arten, die Welt zu sehen und so. Das sind Dinge, die ich erlebt habe, die, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich bin sicher, dem Robert geht es genauso. Du schreibst dann, bei bestimmten Dingen fällt dir halt eine Geschichte ein und die schreibst du hinein, wenn sie gerade dazugehört. Aber das Buch ist alles andere als autobiografisch, Gottes Willen. Na, und diese Hassliebe zu Österreich, du warst ja viel weg. Hast du dich auswärts danach gesehnt und kaum warst du hier, warst du froh, dass du wieder weg können hast? So also ich bin eine Zeit lang, das muss ich wirklich gestehen, ich bin eine Zeit lang nach Moskau nach Haus gefahren. Das mit der Hassliebe hat damit zu tun, dass ich zu einer Generation gehe. Also ich bin zweite Generation, wie das so schön heißt. Und natürlich bin ich aufgewachsen mit dem Gefühl, jeder Österreicher, der mir entgegenkommt, den muss ich jetzt fragen, was er eigentlich gemacht hat. Ob er der war, der meine Großeltern umgebracht hat, um es ganz brutal zu sagen. Und das bedingt diese Hassliebe. Andererseits bin ich natürlich Österreicherin und natürlich habe ich dieselben, also erst einmal schreibe ich in dieser Sprache, damit fängt es schon an. Und das ist meine Sprache und ich habe versucht, in anderen Sprachen zu schreiben und das ist einfach nicht dasselbe. Zweitens einmal hast du bestimmte Kindheitserinnerungen, die dich prägen. Und das ist, ich kann mich erinnern, wie ich in Rom studiert habe, hatte ich eine Studienkollegin, die war halbe Tschechin. Und wir haben uns also ausführlichst unterhalten über Marienknödel und über Buchteln und über solche Sachen. Und die italienischen Kolleginnen haben uns alle nicht verstanden. Also die haben alle gesagt, pfui, wie grauslich. Also das ist schon auch, das hat schon noch was mit Heimat zu tun. Na und wenn jetzt das durchaus ja auch irgendwie nicht ganz von der Hand zu weisende Argument der Sozialromantik im Umgang mit Flüchtlingen kommt. Man kann nicht eine unbegrenzte Zahl von Menschen aufnehmen. Es gibt Probleme. Gerhard Roth sagt immer, wenn man den Leuten hier nichts bieten kann, dann hat man sie nicht aufzunehmen. Sondern man lässt sie lieber umkommen, oder wie? Was ist denn die Alternative? Abgesehen davon, dass zu uns gar nicht so viele kommen und gekommen sind und dass wir uns das durchaus leisten können. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, also wir können die schon verkraften. Nur, wie wir sie behandeln, ist die Frage. Also wenn wir sie nicht lernen lassen, nicht arbeiten lassen, ihnen keine Möglichkeit bieten, auch wieder was zurückzugeben, dann ist richtig, dann darf man sie nicht reinlassen. Aber die Leute bringen ja auch sehr viel mit und das wird immer negiert. Also sie werden betrachtet als eine Art Heuschreckeninvasion, die uns alles wegnehmen wollen. Das sind Menschen, die arbeiten wollen. Das sind Menschen, die auch in dieses Sozialsystem einzahlen wollen. Das sind Menschen, die auch Hilfe brauchen, was natürlich indirekt auch bedeutet, dass durch sie auch neue Arbeitsplätze entstehen. Also dieser Mythos von den anonymen Massen, die kommen und uns unser Leben wegnehmen, ist absolut absurd. Natürlich gibt es vieles zu bedenken und es gibt vieles, worüber man reden muss in dem Zusammenhang. Aber man kann nicht einfach so tun, als ob uns das alles nichts anginge und als ob die Lösung aller Probleme die Schließung des Mittelmeers wäre. Robert, Auschwitz als europäische Hauptstadt, was für eine Pointe, was für eine Schmerzenspointe. Wie ist das zu verstehen? Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Bei den Recherchen für den Roman, wo es ja auch um ein Jubiläum der Gründung der Europäischen Kommission geht, in dem Plot, habe ich entdeckt, dass der erste Kommissionspräsident der Europäischen Union, das war Walter Hallstein, seine Antrittsrede als Kommissionspräsident in Auschwitz gehalten hat.
Und er hat dort gesagt, also er spricht an diesem Ort, weil hier ist sozusagen das Zentrum der entsetzlichen Konsequenzen von Nationalismus und Rassismus. Das hat hier kulminiert. Ja, und Auschwitz ist die Chiffre für alle Verbrechen, die Nationalismus begangen hat. Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und sagt, und hier ist der Ort, wo ich sagen muss, natürlich ist die Idee des europäischen Einigungsprojekts die Überwindung des Nationalismus und in letzter Konsequenz die Überwindung der Nationen. Walter Hallstein, ein Deutscher. Und es ist undenkbar, dass die heutige deutsche Kanzlerin oder irgendein deutsches Regierungsmitglied heute diesen Satz sagen könnte. Ja, erstens aber, weil sie das gar nicht begreifen. Und wenn sie es begreifen, weil sie sich noch an die Grundidee erinnern, dann werden sie am nächsten Tag abgewählt. Das ist das ganze Verhängnis der europäischen Entwicklung der letzten Jahre und des Rechtsrucks, der stattgefunden hat, der Renationalisierung. Aber die Grundidee ist das. Ja, und das ist festgelegt in den römischen Verträgen, in allen Side Letters, die im Büro von Jean Monnet seinerzeit ausgearbeitet wurden und im Jean Monnet-Archiv heute liegen. Ja, es ist immer dasselbe. Es ist eine ganz klare Idee. Und die hat damit zu tun, dass nach dem Krieg der Nationalismus als der Aggressor identifiziert wurde, der zu diesem zweiten 30-jährigen Krieg von 1914 bis 1945 geführt hat. Ja. Heißt das, und Nationalstaaten auflösen, irgendwann zusammenwachsen lassen? Nein, im Grunde ist es gedanklich ganz einfach. In dem Maß, wie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union Souveränitätsrechte an die supranationalen Institutionen der EU abgeben, in dem Maß werden die Nationalstaaten schwächer, politisch schwächer, ist klar. Und wenn einmal die ganz dicken Brocken dran sind, ja, wie zum Beispiel Sozialsystem, Steuersystem, Budgethoheit und so weiter, dann stirbt der Nationalstaat ab. Es geht gar nicht anders. Umgekehrt, in dem Maße der Nationalstaat sich verteidigt, ja, nicht nur jetzt den weiteren Transfer von nationalen Souveränitätsrechten an die europäischen Institutionen verhindert, sondern sogar sie welche wieder zurückholt, der Nationalismus stärker wird, in dem Maß wird die EU immer handlungsunfähiger, immer unfähiger, Gemeinschaftspolitik und Gemeinschaftslösungen zu machen, im Hinblick auf Probleme, die längst transnational sind. Ja, die Finanzströme, die Wertschöpfungskette, die Nahrungskette, die ökologischen Probleme, was immer wir heute an Problemen haben, mit denen wir konfrontiert sind, sind transnational. Man kann sie nur mit der Gemeinschaft lösen. Wenn aber die Nationen sich die Rechte zurückholen, dann bricht die EU zusammen. Und das ist die Alternative. Wollen wir das, dass wir natürlich nicht. Nicht, dass wir irgendwann einmal aufgehen in einem gemeinsamen. Ach so, nein, ich habe das umgekehrt verstanden. Doch, ich glaube, das wollen wir unbedingt. Ich möchte nicht in einem Staat leben, der glaubt, der muss Mauern um sich herum bauen, um sich Kanzleramt zu schützen. Ums Kanzleramt und um die Grenzen. Ja. Genau, vor dem Kanzleramt. Ich gebe dir ein Beispiel, da kommen Flüchtlingsströme über die Grenze, ja, viele tausende Flüchtlinge. Dann schreien die Menschen, es ist ja Wahnsinn, was da alles reinkommt, da kehren die Grenzen zu, der Strache kehrt her, damit müssen die Grenzen geschlossen werden. So, da macht es eh der Nissl, ja, für den Herrn Strache, macht die Grenzen zu, dann stehen die am Wochenende bei einem Ausflug nach Schopron in einer 20 Kilometer Warteschlange in Nickelsdorf an der geschlossenen Grenze und schreien, es ist ja Wahnsinn, da geht nichts weiter, der Strache kehrt her. Ja? Und das ist das einzige Ergebnis der Renationalisierung, ja? wo Menschen sich selbst... Dann müssen wir aber die Pension zum Beispiel kürzen, weil es billiger einkaufen in Schokolade und die Zähne richten lassen. Ich glaube, man darf einen Fehler nicht begehen, der unter Intellektuellen sehr oft begangen wird, dass man es theoretisch löst und die Emotion nicht mitnimmt. Also Sie reden von dem berühmten, man muss die Leute abholen und man muss die Ängste ernst nehmen und so weiter. Was die Politiker machen, Gefühle. Ja, aber was die Politiker heutzutage, zumindest die wir jetzt sehen, die jetzt agieren, was die machen, ist, dass sie den Leuten die Ängste erst überhaupt einreden.
und die Gefühle dazu benutzen, um sie gegen wen aufzuheizen. Und das ist zum Beispiel etwas, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich das Gefühl habe, dass das wieder passiert. Das passiert in anderer Form. Aber es ist das, weswegen meine Mutter durch die Stadt getrieben wurde und man ihr nachgeschrien hat, Sau Jüdin, zieht den schönen Mantel aus oder sowas. Also, das sind Dinge, die... Nein, das Na, passiert durch wieder. Das steckt aber jetzt nicht. Ja? Nein, nicht Ihnen, aber es, ja, Sie sind ja schon lange nicht mehr in der Politik, nein, also Ihnen brauche ich das nicht unterstellen. Mein Vater aber war im KZ, meine Großmutter ist zum Judentum übergedreht. Nein, und ich habe meinen Kindern erklärt, so weit geht man nicht, weil sie ist natürlich geschnappt worden, nach Theresienstadt gebracht worden und dort umgebracht worden. Man muss ein bisschen immer aufpassen, wenn man dann zu sehr mit den Klischees auf einmal umgekehrt ist. Ich habe Ihnen das nicht unterstellt. Ich habe nur gesagt, ich unterstelle es denen, die mitnehmen. Heute. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja, aber ich unterstelle denen, die heute in der Politik sind, die aber Gefühle dazu benutzen, um ihre Ziele durchzusetzen. Der Robert Minassi hat da so leise eingeworfen. Es werden Emotionen, Norbert, auch geschürt. Ja, um aus daraus. Naja, verständlich. Das muss man verständlich vielleicht, aber nicht akzeptabel. Dem muss man entgegentreten. Wenn ein Problem ist, muss man es lösen, aber nicht Mauerbau, Mauerfall und lauter so Blödheiten. Alle rausschmeißen, Herr das Steger, Mittelmeer zusperren und so weiter. Herr Steger, ich möchte einen Vorschlag machen. Erstens einmal, Sie sollen nicht glauben, dass Intellektuelle keine Gefühle haben. Ja? Also ich glaube, dass ich empathiebegabter bin als die gesamte Führungsriege der Partei, die Sie auch einmal gefühlt. Aber wir sollten eines unterscheiden zwischen Gefühle vermitteln oder Gefühle mitnehmen und Ressentiments produzieren. Nee. Ressentiments sind zwar irgendwie auch Gefühle, aber es, glaube ich, ist nicht das, was Sie hoffentlich meinen. Aber negativ. Ja. Aber ja. Ich weiß nicht, ob so beim Streit SPÖ gegen SPÖ, Sozialist gegen Sozialist in Wien, ob da nicht auch Ressentiments verwendet werden. Aber natürlich immer. Ja, leider. Das ist ja furchtbar. Macht die Sache nicht besser und widerlegt das Argument. Das ist nicht eindimensional. Robert Minassi nicht. Meine Lieben, wir haben eine großartige Coda dieses Gesprächs erreicht. Das war geradezu fantastisch. Es war ein wunderbares Gespräch. Dir spezieller Dank, dass du unter Selbstaufgabe auf das Rauchen verzichtet hast. Nicht? Das kann dir nicht so leicht fallen. Eine Leistung, Robert. Aber wir wenden uns jetzt den Neuigkeiten aus der Welt der Literatur zu. Aufräumarbeiten. Nach ihrer überraschenden Niederlage im Präsidentschaftswahlkampf 2016 arbeitet Hillary Clinton ihre Erlebnisse jetzt in einem Buch auf. In What Happened beschreibt Clinton, wie sie sich als erste weibliche Präsidentschaftskandidatin einem unberechenbaren Wahlkampf mit zahlreichen Hoch- und Tiefpunkten, Sexismus und absurden Wendungen einem Gegner habe stellen müssen, der alle Regeln gebrochen habe. Ihr Buch What Happened ist letzte Woche veröffentlicht worden. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo wird als Serie verfilmt. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo erzählt eine Geschichte, wie man sie sich nicht dramatischer ausdenken könnte. Mit 12 Jahren beginnt Christiane F. Haschisch zu rauchen. 2 Jahre später geht sie auf den Kinderstrich, um sich ihre Heroinsucht finanzieren zu können. Auch wenn der Film bereits aus dem Jahr 1981 stammt, ist die Thematik immer noch hochaktuell. Constantine Television plant, eine Fernsehserie zu inszenieren. Produzent soll Oliver Berben sein. In einem Interview verriet Drehbuchautorin Annette Hess, das moderne, serielle Erzählen bietet die Möglichkeit, Christianes Leben und das der anderen Kinder aus verschiedenen Perspektiven abzubilden. Wer in die Rollen der drogensüchtigen Jugendlichen schlüpfen wird und wann die Serie im TV zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses: Anna Segers Das siebte Kreuz. Eine der vielen großartigen literarischen Hinterlassenschaften der sonst nur überschaubar gelungenen DDR.
begleitet 7 Häftlinge des Konzentrationslagers Westhofen auf der Flucht. Zum Thema auch meine Quizfrage: Wissen Sie den Namen des deutschen Liedermachers, der 1953 in die DDR übersiedelte, dort alsbald wegen Widersetzlichkeit tyrannisiert und endlich ausgebürgert wurde? Das war seitens des Systems ein Selbstmord mit Anlauf, denn der Abwesende wurde zum Symbol und Idol der Dissidentenszene. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von beiden Herren hier gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Danke euch schön. Sie hätten nur den Satz haben, und er hieß nicht Brandstifter. Na ja, es ist, die Frage ist nicht gerade wahnsinnig. Aber du wirst dich wundern, was die Leute...